Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Lucifer's Call. Eine Sache vorweg. Yeah. Wie ihr seht, fast alles, was ich an Dämonen hatte, ist jetzt weg. Ich habe nur noch ihn hier mit einem Todesstein geholt. Ja, ihn kennen wir ja noch. Mich kennen wir auch noch. Ihn hier. Und sie. Midiarama halt, ne? Gut zu halten, sehr gut. Man könnte jetzt, nachdem ich ja, wie man gesehen hat, den weißen Reiter besiegt habe, könnte man auch schon einen weiteren Reiter begegnen, dem roten. Aber der ist momentan noch ein bisschen zu übelst. Ich habe gestern ein paar Tage damit verbracht. Nein, ich habe gestern eine Stunde oder zwei damit verbracht, zu versuchen, ihn zu besiegen. Aber nee, das wollte nicht. Diese Stadt sieht ziemlich schäbig aus. Es gibt sogar Stellen, die unpassierbar sind. Wir werden den ganzen Schmutz wegräumen, denn das ist unsere Stadt. Oh yeah. Ja, ich bin hier schon mal durchgegangen, habe ein paar Dämonen kurz wegfusionieren. Was haben wir denn hier? So ein Stress. Ah, du bist es. Erinnerst du dich an mich? Du warst schon im Tunnel und im Gefängnis. Ich? Ich wollte hier einen Laden aufmachen. Meine Erfahrung nutzbringend anwenden. Es ist noch ein ziemliches Durcheinander, deshalb wird es eine Weile dauern, bis ich öffne. Aber ich sag dir Bescheid. Komm vorbei, sobald ich geöffnet habe. Wie willst du mir denn Bescheid sagen? Es ist ja nicht so, als würde es hier Brieftauben geben oder Post im Allgemeinen. So. Auf alle Fälle werden wir uns jetzt hier mal erstmal in Arakusa ein bisschen umsehen. Wow! Du bist es! Erinnerst du dich an mich? Wie geht's dir? Gut? Ja, nur abgesehen davon, dass ich total am Abblusen bin gegen ein bestimmtes Viech, geht's mir gut. Yeah. Aha. Uns geht es hier in Asakusa sehr gut. Das haben wir alles Futumimis Führung zu verdanken. Futumimi ist in unserem heiligen Land Mifunashiro. Geh ihn besuchen. Geh ihn besuchen, sagte ich. Oh Gott. Warum sind alle Dämonen immer so doof? Wir geben uns sehr viel Mühe, die Stadt zu restaurieren, aber es gibt da einen bösen Mannequin, der unseren Frieden stört. Er ist skrupellos und zieht anderen Mannequins die Haut ab. Er treibt sich vielleicht hier irgendwo herum, also Vorsicht. Klingt doch schon mal sehr interessant. Interessant und wow, aufschlussreich. Was? Was? Diese Mannequins machen echt eine Menge Krach. Nein! Die Mantra sind gestürzt worden und diese verdammten Mannequins sind in die Stadt gezogen. Tja, die Nachbarschaft geht jetzt wohl den Bach runter. Ach du Heiliger. Halleluja. Manchmal sind diese Leute hier echt seltsam. So, was haben wir denn hier? Ich finde ja Asakusa als Stadt persönlich sehr interessant aufgebaut, zumal man ja immer diese kleinen Minigebiete dazwischen hat, und dann ist man wieder in einem Teil von Asakusa. Ich gehe da mal wieder. Nein, aber sieht ja nicht gerade nett aus. Es ist Sakahagi. Dieser Verräter. Sakahagi läuft Amok. Da vorne. Sieht schlecht aus, ja. Klick! Nichts. Auch schön. Ich liebe ja Gebäude bzw. Räume, wo nichts drin ist. Ich bin ein großer Fan davon. Läuft er hier, Amok? Läufst du hier? Ne, aber du blutest. Gucken, ob es hier ein bisschen was Neues gibt. Nicht unbedingt. Ah, perfekt. Also mein Team selber ist an sich stark genug, um eine Menge hier auszuhalten. Allerdings, wie gesagt, den Reiter sollte ich noch ein bisschen aufschieben. Aber wenigstens ist mein Team jetzt wieder stärker, dadurch, dass ich mich dazu gezwungen sah, wenigstens neue Monster-Dämonen mir zu holen. Sakahagi ruiniert unser friedliches Leben. Er
ist ein böser Mannequin. Keine Ahnung. Wahrscheinlich ist dieser Mannequin Level 2 und ihr seid Level 1. Kann ja nicht so schwer sein. Was haben wir jetzt hier? Du fühlst eine starke Macht hinter dieser Tür. Willst du eintreten? Ja. Ich will den Level 2 Mannequin sehen. Gib ihn mir! Du hättest mir einfach dein Magatsuki geben sollen. Stattdessen hast du beschlossen, dich mir zu widersetzen. Das war wirklich witzig. Tja, ich will mich nicht beschweren. Jetzt kann ich meiner Sammlung eine neue Haut hinzufügen. Wer ist da? Verflixt, du hast mir einen ganz schönen Schreck versetzt. Ich dachte schon, diese Mannequins wären zurückgekommen. Sie sind ziemlich schwach. Naja, alle bis auf diesen einen Kerl, der dem Mantra erwischt ist. Er bereitet mir in letzter Zeit ein wenig Kopfzerbrechen. Es hätte mein Leben um vieles einfacher gemacht, wenn er in Ikebukuro getötet worden wäre. Ich sollte mir doch dafür danken, dass er seine Anhänger hergebracht hat. Das bedeutet eine extra Portion Magatsui! Ich habe Magatsui gesammelt. Irgendwann werde ich genug Macht besitzen, um alle Dämonen zu beherrschen. Du bist ein Dämon. Du weißt sicher, wie das ist. Du hast selbst Lust auf ein wenig Magatsui, oder? Nicht wirklich. Du willst kein Magatsui? Du bist vielleicht ein komischer Dämon. Tja, es wird Zeit, dass ich gehe. Vielleicht sehen wir uns wieder. Vielleicht auch nicht. Mal sehen! Nicht vergessen, ich bin Sakahagi, der künftige Herrscher der Dämonen. Keine Ahnung, ob ich den so gut gesprochen habe. Ich finde ihn ganz amüsant. Gut, hier müsste ich eigentlich lang, dann gehe ich jetzt einfach mal hier nochmal um die Ecke. Und nehmen wir uns da erstmal um. Oh, wirklich Neues gibt es hier wohl wirklich nicht. Bei Ortrus ist es ein bisschen neuer, ja. Also zumindest als normaler Gegner. Im Großen und Ganzen nicht, aber jetzt haben wir Gegner. Hier, das ist das Höllenfeuer, auch mal schön zu sehen. Hätte ich eigentlich nicht machen sollen, stimmt schon. Oh hey, das war das Höllenfeuer. Ich negiere das, dann bin ich nicht auf Gehenna. Also auf meinem eigentlichen Magatama eingestellt. Das sollte ich dann vielleicht gleich ändern. Ja, ja. Doch, bin ich. Bin ich doch. Ja, absolut Feuer. Schallwelle ist Feuer? Ach so, nee, ich hab ein Talent dafür eingestellt. Ach du, lieber Himmel. Was haben wir denn hier? Ja, toll. Ich wollte eigentlich diesen Part offen lassen für den Fall, also offen für Kämpfe, für den Fall, dass mir irgendwas Neues begegnet, aber ja. Scheint ja sowieso nicht der Fall zu sein, dass hier irgendwas Neues kommt. Okay, das hätte ich wirklich nicht machen sollen. Sudama ist geflohen, oh toll. Naja. Das passiert dann auch, wenn ich ein bisschen zu relaxed an die Sache rangehe und einfach mal denke, oh, push on. Ich habe doch keinen mehr, der wiederbeleben kann dann sein. Gut, dann darf Pisaka einfach in meine Gruppe wiederkommen. So, fertig aus. Bums aus dem Haus. Was ist mit dir? Ist Sakari schon weg? Yeah, man. Sakari ist weg. Ihre Ortrus. Drastisch geschwächt. Drastisch geschwächt mag ich gar nicht. Tja. So lässt sich dann allerdings doch noch aushalten. Armer Pisaka. Aber gut, dass ich sowas von meinen Teil dann wieder absorbiere und dass Pisaka das nicht kann, ist nicht schlimm. Dann gehe ich einfach mal weiter. Guck mich ein wenig um, was hier so ist.
Der Mannequin antwortet nicht. Wundert. Wo ist der andere Typ hingegangen? Ist leer. Ist leer. Scheiße. Ich habe nichts gesagt, aber trotzdem. Miese Sache. Aber gut. Das war auch eigentlich schon alles, was man sehen musste, soweit ich weiß. Ein wenig schlecht für die Mannequins. Für uns persönlich völlig egal. Und irrelevant. Irrelevant, sage ich. Und das ist es dann nämlich auch. Besonders, wenn ich laut genug brülle. Hätte was anderes überlebt, hätte ich sogar versucht, Ortrus mal wieder in die Gruppe zu kriegen. Ich habe den mal zusammen fusioniert gehabt und daher hatte ich ihn schon mal. Aber hier hätte ich ihn ja theoretisch anquasseln können dafür. Naja, egal. So, dann gehen wir mal wieder. Tsching. Problem in diesem Spiel ist meiner Meinung nach eine große Sache, nämlich, dass man nicht zu viel leveln will. Das habe ich zwar schon 20.000 Mal erzählt. 20.000 Mal klingt jetzt ein bisschen viel, aber es ist zum Teil auch so wirklich. Ich predige es ja eigentlich immer wieder. Ich will einfach nicht zu viel leveln, weil ich hinterher halt durch andere Magatama andere Sachen lernen will. So, und ihr seht ja, Magatama technisch, uns fehlen noch 3 plus, lass es mich mal gucken. 3 plus 8 sind 11. Also 11 Magatama alleine fehlen uns schon so. Und klar, ich krieg jetzt, muss jetzt nicht noch mindestens 11 Bosskämpfe irgendwo überleben oder was auch immer. Aber ich muss sie ja irgendwo herbekommen. Und bis ich diese Punkte im Spiel mal erreicht habe, plus noch die ganzen Kalpa und hat man nicht gesehen, vergeht schon ziemlich lange Zeit. Natürlich wird das Leveln auch immer schwerer, aber ich könnte, wenn ich jetzt drauf anlegen würde, könnte ich mich in diesem Gebiet auf Level 100 bringen. Hab dann aber keine Magatama-Kräfte mehr. Oder zumindest lerne ich nichts Vernünftiges mehr und dann kann ich zusehen, wie ich zurechtkomme. Klar, andere Dämonen haben auch schöne Abilities, aber ich selber sollte auch ein bisschen was können, von daher. Unser heiliges Land, Mifunashiro, ist gleich da hinten. Hey, Mifunashiro, yay! Zurück, Pisaka. Okuninunshi. Irgendwie so. Okuninunshi. Sagt das dreimal schnell hintereinander, ohne euch die Zunge zu brechen. Und dann, keine Ahnung, dürft ihr hier auftreten. In meiner. Jetzt wollte ich schon sagen Show, aber ist ja nicht so, als würde ich hier einen Radiosender betreiben oder sowas in der Richtung. In meinem Radiosender! Yay! Wenn man nur Asakusa betrachtet, ist es herzerfreuend zu sehen, wie die Mannequin die Stadt restaurieren. Aber betrachtet man Tokio als Ganzes, sieht man, wie Nihilo die Macht übernimmt. Und das ist gar nicht komisch. Nihilo hat keine Rivalen. Sollen wir einfach untätig herumsitzen und Hikawa dabei zusehen, wie er seine Welt der Stille erschafft? Niemals! Ja, hier bin ich hingegangen, um mir Dämonen anzuschaffen, aber mehr bin ich gemacht. Ich habe gehört, dass sich ein Menschenmädchen im Hauptquartier der Mantras befunden hat, als dieses gestürzt wurde. Die muss echt Nerven haben. Was? Was? Chiaki war es, oder? Chiaki? Irgendwie so. Die ist da? Hallo? Damals, als ich noch von dem Mantra gefoltert wurde. Oh, das fühlte sich so gut an. Ja. Hilfe. Creepy. Lässt er mich mit dem reden? Ja. Erwartest du, dass ich mich dir anschließe? Ortrus misstraut dir immer noch. Nö, mein Geld. Die Verhandlungen laufen nicht besonders gut. Gib mir. Ja, okay. Versucht soll zu sein, reicht aber noch nicht. Ja, ja, zahle mir 490 Euro von mir aus. Ich brauche noch mehr, gib mir einen Schock, aber von mir aus. Da bitte schön, ich vertraue dich nicht. Ne, okay, von mir aus da, du musst dich nur entscheiden. Warum solltest du dein Leben für andere riskieren? Gibt es etwas Wichtigeres als dein eigenes Leben? Ja. Oh, sehr gut. Ortrus scheint zufrieden zu sein. Ich bin Ortrus, das spielt dir besser. Ich gehe mit dir.
klar gibt es etwas Wichtigeres als mein Leben. Denn du hast auch zwei Köpfe. Du musst wissen, wie das ist, mein Lieber. So, haben wir schon wieder einen Platz mehr gefüllt. Könnten theoretisch auch wieder direkt wegfusionieren. Ist mir eigentlich wurscht. Aber er ist immerhin da. Was ist? Willst du wissen, welche Spiele die Menschen früher gespielt haben? Ich habe das Spiel bereits gewonnen. Aber du stehst sicher keine Minute durch. Es wird vorbei sein, bevor es angefangen hat. Wenn du gewinnst, gebe ich dir ein insektenartiges Ding. Okay, probier's doch mal. Alles klar! Du musst mir keinen Gefallen tun, weißt du? Naja, ist schon in Ordnung. Ich werde das Spiel demonstrieren und dann werde ich mit Lösung spielen. Siehst du den sich drehenden blauen Würfel? Das ist das Ziel. Wenn du Fragen hast, öffne das Menü und wähle Hilfe. Bist du bereit? Dann los. Achso, diese Dinger konnte ich bewegen, ne? War ja irgendwie so komisch. Ja. Also es sind im Prinzip relativ einfache Rätselspiele. Wobei relativ jetzt wirklich relativ ausgedrückt ist. Ich persönlich finde zum Beispiel hier noch ganz nett und dann wird es irgendwann ziemlich übel. Deswegen wird dieser Teil jetzt für mich. Also was heißt, werde ich jetzt diesen Part beenden und im nächsten Part wird einfach nur gerätselt und wahrscheinlich irgendwann sogar mit Lösung. Also bis dahin, auf Wiedersehen und tschüss, Leute.